Yay! Hä? Gib, 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 gib! Ah! Inkompetent! So, der mich da reinlässt. Das ist der hässliche. Da. Du bist noch da schon. Ich muss Pilot sein. Du bist Bertha. Häftling. Ich bin Sprengmeister. Okay. TKW ist Pilot. Jo, TKW ist Pilot. Bereit. Let's do Gut. this. Breit. Bin auch so breit. Ja. Und David ist Bertha. Ja, natürlich. Fick dich. Markus. Was? Geil. Ja, noch eine coole Lady ackern sie müssen. Ey, was? Ach so. Kannst du dich die beim Rausschneiden dann nehmen? Rausschneiden? Hui. Ach, ich glaube, es ging um Sam Thumbnail. Hui. Ja, gut. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play GTA 5, der erste heißt. Digga, Weg aus meinem Auto raus. Ich synchronisiere. Ach, das ist dein Auto? Ja, sorry. Sind wir da gewesen? Nice one, Ganesha. Blödsinn. Deins ist rot. Und meins ist schwarz. Ja, ich bin schwarz. Wie kann ich eigentlich Markus Auto mit meinem verwechseln? Meins ist rot und sein schwarz. Alter, ich synchronisiere gerade nach, weil mir die Audacity dabei flöten gegangen ist. Das ist eine große Schwäche. Das heißt, wenn irgendwas irgendwie asynchron oder nicht zum Kontext passt, kein Wunder. Das Ganze ist ein Jahr her, ich habe keine Ahnung, was ich damals gesagt habe. Let's go, und Mario! Ja. Wir versuchen jetzt endlich diese scheiß Mission zu schaffen, so, mit diesem komischen Reshkovsky oder wie der heißt. Ja, Leute. First try. Und. Das liegt bestimmt nicht daran. Ich will schon ein bisschen motivieren. Bisschen mehr. Soll ich einen Dachsack? Glauben. Ja, genau, Markus. Ja, wenn wir nicht aufnehmen würden, würden wir es direkt schaffen, glaube ich. Ja, natürlich. Ohne Probleme. Das ist die diese Vorführeffekt, so heißt's. So, da müssen wir links, David. Nice one. Gerade noch die Kurve bekommen. Wundervoll. Das läuft gerade so wundervoll. Bitte alle, die anspült. Warum komme ich nicht durch die scheiß Teile durch? Dadurch das Wochenende. Ja, gar nicht. Du bist Alter, mein Auto eingefällt. Einfach zu schlecht dafür. Ja. Doch, geht wieder. Also. Ja, ich wollte durch zwei Noppen durchfahren und dann sind die einfach nicht kaputt gegangen. Dann fahr halt nicht durch Noppen durch. Das liebe ich ja. Es geht einfach alles kaputt in GTA, ja. Nur sowas nicht. Ja, außer so. Ja. So einen fetten Pfahl kann man weghauen und nachher so ein kleiner Telefonmast bleibt einfach stehen. Ja. So, also bei mir könnte es verdammt schief gehen. Wieso? Hast ich bin von der Straße abgekommen, ich komme da nicht mehr hoch. Das könnte von der Zeit her nicht gelangen. Ach Gott, ey, der Typ bringt mich mal wieder auf. Hast du noch 6 Minuten, oder? 5,5. Okay, dann hast du eine andere Zeit, oder so. So, ich laufe jetzt, vielleicht kann ich irgendwo ein Auto mitnehmen oder so. Und dann kriege ich nachher Sterne. Oh fuck. Alles schlecht, ganz schlecht. Nicht so gut. Gut, nehmen wir erstmal hier die Abkürzung. Das ist immer eine gute Idee. Habe ich auch gerade versucht, nicht so gut. Ja. Aufsteig da ein. Wundervoll, keine Sterne. Querfeld einfahren, wir auch. Oh mein Gott. Querfeld einfahren ist geil. Oh Gott. Oha, Hilfe. Oh. Easy. 5 Minuten noch, ey. Kein Ding für den Meister. Der Bus soll schneller fahren. Hate. Oh ja, klar. Bus of Doom. Ein Busch ist ein Baum. Oh Gott. Boah, ich nehme auch echt gerade alles mit, was man nur mitnehmen kann. Okay, schlechter Bus. Geh auf, du dummes Tor! Erstmal dagegen fahren. Nein, du noch 4,5 Minuten ich und ich sitze noch nicht beim Flugzeug. Du kannst halt bei 6 Minuten los. Passt schon, bitte. Auch wenn es knapp wird, dann bin ich zumindest schon hier. Also was? So. Wenn meine Zeit abläuft, haben wir glaube ich versagt.
Ja, wenn irgendeine Zeile kann sein, ja. Versagt. Ist schon ein bisschen komisch, aber so. Irgendwie redet man, das antwortet einem keiner, wenn man eigentlich nicht redet mit jemandem. Doch auch gerade. Wenn das Sinn ergibt. Tja. Ich hebe ab. Ich bin jetzt abgehoben. Ich hebe Bob. Wo fährst du hin? Aber hab nur 4 Minuten. Scheiße. Ja, Gott. Hast du jetzt wieder auf? David? Wieso? Ja, mir geht's gut. Danke. Oh Gott, ich hab was anderes gesagt. Kilimanjaro? Hä? Ich glaube, es wäre ratsam, wenn ich nicht immer so viel Gas geben würde, müsste ich nicht so hart abbremsen. Oh. Hi! Wie sexy er sich so hinstellt. What the fuck, dude? Hi. What the fuck? Ich schnappe ich mir mal einen Knopf. So. Oh, kann das Flugzeug nicht schneller fliegen? Jo. Auf in eine neue Runde. Ist es aus Tegel? Ich weiß es nicht. Ja, stimmt, also wir haben jetzt die Rollen getauscht. Ich bin jetzt da. Weißt du, das also ist ein Flug, ist jetzt der Inmate. Warum nehmen die als Flugzeug so eine lahme Kiste, ey? Wächter. Weil so noch völliger ist als ein fucking Jet. Ja. Erstmal abballern. Fickt euch alle, ihr Noten! Gut. So. Also David. Ich bin gleich bei den Vinewood Hills, doch es könnte jo. Sich doch noch ausgehen. So, jetzt. Ich bin schon auf dem Weg zum Buzzard. Also bei mir sollte es ziemlich gut ausgehen. Ich hoffe wirklich, dass wir es jetzt reißen. Ich weiß es gar nicht, ob wir es mit dem Versuch schaffen oder erst im nächsten. Aber so langsam hängt mir auch diese ganze Knast-Wüsten-Scheiße. Ich höre jetzt Blue Arc, da wird es auf jeden Fall funktionieren. Was denn? Komm schon, lauf zum Chopper! Boom, boom. Oh ja, mein Lieblingslied. Ich bin auch richtiger geiler Aimer, muss ich sagen. So, meine Damen und Herren, wir überfliegen die Vinewood Hills. Vor uns sehen Sie jetzt den Flugplatz von Shandy Shores. Ja, oh, Shandy Shores. Ja, Shandy Shores. Money comes and money goes. But I remain. Blue Arc beste. Beste wo gibt, Junge. Remain. I remain. So, ich versuche wieder parallel zu dem zu fliegen. Get away. Warte noch kurz, bitte. Money goes. Weil dann könnte ich vielleicht. Money goes. Na, passt schon. Ich glaub, ich bin eh schon. Jetzt nimm die verkackte Waffe. Das ist was? Oh, komm schon, treff ihn! Ja, treff ihn bitte. Oh, ich fahr viel zu nah dran. Komm, wir haben getroffen. Ja. Hast du ihn? Jo, wundervoll. Aber das Gute ist, er braucht ewig lang, bis er mal stirbt. Lass ihn lang. Let's go! Und da startet der Nächste! Er versucht mal während dem Starten direkt wegzuhauen. Ja, der ist weit weg. Wo starten der? Da drüben, ah. Die starten ziemlich weit weg. Die starten so, ja das sieht ganz schön komisch aus, dieses Auto. Aim da. Das ist einfach fucking schnell. In der Aufnahme. Ich weiß, dass er da vom See herkommt. Oder ich sehe ihn. Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Sein Money goes. Was auch, ich hab ihn jetzt nicht gleich erwischt. Eine richtige Räubertruppe, ey. Ey, wieso das? Ah, hab ihn! Wundervoll. Ja, genau. Das ist auch so originalgetreu, dass wir jetzt erstmal einen Strike kriegen, fetten. Achso, ich mach mich drüber auf, weil ich Angst hatte, dass wir GEMA-Strike. Und das Lied ist auch bestimmt so hart von der GEMA, wird von der GEMA so. Ach, weiß ich nicht. Ah, ich seh. Aber er ist noch zu weit weg, dass man anlocken.
Pass auf. Ah ja, passt schon. Alles unter Kontrolle. Der Wasser ist scheiße lahm, aber scheiße geil. All under control. Alles Roger in Kambodscha. Alles 14 Schritt. Warte, okay. Er darf mich hinter mich nicht. Er darf nicht hinter mich kommen. Ja, ist gleich hinter dir. Ah, ich hab ihn. Ah, aber warum hole ich mir eigentlich nicht die Weste? Nicht? Doch, hast du. Kapierst du von mir? Und kaboom! Falls man im Hintergrund mal laute Geräusche, so wie lautes Lachen oder lautes Unterhalten oder lautes Schreien hören sollte. Wundervoll. Bei mir vom Fenster wird nämlich gerade gegrillt von unseren Nachbarn. So, nein, hört man nicht. Keine Angst. Ja. Genau vom Fenster. Hab ihn! Heute bin ich ein Lauf! Was hat das denn mit Fleischessen zu tun? Aufpassen, dass der nicht durch diesen Tanklaster schießt. So. nee, das nicht. Ich sehe ihn schon wieder. Die kommen jetzt immer vom gleichen Platz. Pass auf. Ich glaube, da könnte ich vielleicht zu Köln fliegen. Hä, was? Die kommen jetzt immer vom gleichen Platz. Snack. Okay. Jetzt könnte ich vielleicht hinfliegen. Oh. Aber ich muss erstmal den erwischen. Also pass auf. Ja, okay, jetzt kann er mich eh nicht mehr treffen. Au, au! Auto aim for the win. Drift. Er ist hinter euch. Oh. Achso, der? Hab ich ihn getroffen? Knapp, ja. Entweder er landet oder ich hab ihn getroffen. Er ist weg, ja. Da vorne ist nämlich gleich noch eine Flugbahn. Ja, ich hab ja richtig zu leben. Ich soll vielleicht in Deckung gehen. Komm, wir mal. Hab ich sehen. Ja, dann also versucht die da direkt abzufangen. Ja, aber jetzt erst muss ich mal den killen. Die halten aber echt viel aus, okay, da ist er tot. Das macht warte ja, kurz. Irgendwo ist noch einer. Oh, hast du gerade zu mir gesagt, ich soll kurz warten? Ja, ich. Komm schon, triff ihn, dann kann ich hin. Ich achte irgendwie gerade überhaupt nicht auf meine ja, Umwelt. Ich hab voll Glück, dass ich nicht gegen irgendwelche Berge oder so fliege. So, jetzt fang den direkt ab. Ja, ich versuch's. Alter, kommen noch mehr. Bei welcher Welle seid ihr? Weiß nicht genau, es ist schlecht, schwierig in Wellen anzufassen. Land da jetzt einfach mal. Meinst du, du kannst da landen? Oder oh nein, der kommt jetzt von woanders. Fuck, jetzt kommt er einmal nicht von da. Ja, wahrscheinlich, weil du zu nah an der anderen ja, Stelle da dran bist. So. Manchmal unterschätze ich das. Bitte schieß nicht auf mich, bitte. Komm zu mir. Von oben kommen wir. Nein, ich fliege so Kreise, die genau gleich sind wie bei dem. Okay. Dann kann er mich nämlich nicht treffen. Also, zugeben, es schaut diesmal sehr gut aus. Ich glaube, wir könnten es sogar schaffen. Bist du? Ja. Kein von euch. Granate, so bitte. Du müsstest uns doch eh auf der Karte sehen, oder? Ja, jetzt. Ich fliege noch fast genug, oder? Nein. Aber der ist so weit weg, der ist so tief, der fliegt nur tief. Ah, oh, damit die Stimme noch drauf. Was soll ich denn da ausgehen? Und in your face! Und in your face! Weil dich, er kann gleich auf mich schießen. Muss ich da was essen? Ah, jetzt geht's wieder. Hab ihn erwischt! Oh, wundervoll. Jetzt wird er wach zu gut. Ich glaube, wir haben's langsam raus, wa, Markus? Ja. Du flieg einfach und ich schieße einfach. Warum kann man nicht einfach in einem Chat sitzen? Ich baller mit Raketen. So. Fliegst. Ja. Na endlich. Weil langsam wird es doch ein bisschen anstrengend. Ja. Also, wenn mein jetzt, Finger tut langsam weh. Wenn doch mal trifft, dann ist voll scheiße. Vom Gas geben dauernd. Kommt jetzt mit. Ja. Ja, also. Warte, ich folge einfach hinter dem. So, wir müssen ihn jetzt raus eskortieren. Ja, hab ihn! Dann haben wir es hoffentlich geschafft. Wird es ein Auto oder? Alles klar, erstmal in der vollgepanzerten Wagen einsteigen. Ich bin zur Landebahn und ich muss landen. Aber der einsteigen noch nicht irgendwie umfliegen. Ich muss nicht landen. Doch, sicher musst du landen. Du musst ihn irgendwie reinlassen. Ich muss den Verfolgerjets ausweichen. Ja, noch nicht, aber wenn sie dann rauskommen, musst du dann landen. Ich hoffe so sehr, dass ich nicht muss. Jetzt raus. Oh, aber du musst dich dann nicht mehr fliegen. So. Ja, jetzt musst du landen. Jetzt landen. Oh ja.
Warte, machen wir am Landeflughafen da? Machen wir da bei dem Flughafen hier drüber? Jetzt muss ich den also anderen Leuten helfen. So, dann drehe ich erstmal eine große Kurve hier und versuche da richtig aufzukommen. Da drinnen sind wir jetzt ziemlich sicher. Da ist Türe. Ja, echt mal, die Tür soll endlich zugehen, ey. Hä? Nein, brauche ich nicht. Jetzt einfach durch diese... Ja, aber bei dem hier kann man das, glaube ich, gar nicht, oder? So, ist das hier? Ich lande jetzt hier einfach mal, ja? Ja, land einfach mal. Ja, ja. Falls einfach den... Ja, ist eh genug Platz, dann müsste das gehen. Sehr schön. Ich schieße einfach mal wieder. Alter, what the fuck, was war das denn? Lass wieder mal hier anzugehen. Alter, what the fuck. So, bin gelandet. Und Drifting! Das war eigentlich, ich hab nämlich Polizei hinter mir. 5 Sterne. Ja, wir auch. Komm schon, treff ihn. Helle weg. Schnell! Ja, wir geben Gas, Alter. Das Teil ist auf dem Gelände nicht so geil zu steuern. Kann uns nicht passieren. Komm schon, Rakete, triff! Ja, ich versuch's schon, aber ich will euch nicht hoch. Pass auf, dass du uns nicht triffst, ja. Ich kann's nicht, ich hab keine Waffe mehr. So, jetzt, hinbleiben. Los, Beeilung. Alle rein. Die Tür ist schon offen. Fickt's euch, ihr Wichser! Komm, deine Typ kommt da auch rein, bitte. Oh, da wird ganz auf uns geschossen. Ja, nein, ich bin das! Was? Ich schieße nur Raketen auf alle, die herkommen. Oh. Achso, ja, das ist nett. Ja, aber Alter! Alter. Ja. Was? Oh, Alter! So, Fahrgestell einziehen, Junge. Jetzt muss ich euch wieder beschützen. Junge! Alter, die sind klar. Oh, jetzt neben dir hinter uns. Schick einfach an Höhe, wir an Höhe. Markus, kannst du uns mal helfen, bitte? Ja, ich komm. Hier sind zwei Helis hinter uns. Ich schieß schon an. Alter. Aber die sind nicht auch nicht zu leicht zum Treffen. Einen habe ich. Ja, den direkt hinter uns, der ist ganz wichtig. Höher. An Höhe. Oh, da sind noch zwei. Ja, steig mal ein bisschen höher. Alter. Ich denke, der Professor. Gudig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 
Okay, ich bleib mental noch kurz auf euch und dann vorbereiten. Ja, ja. Nein, ich muss nur beschützen den Wäldern. Ich muss euch nur beschützen, ich muss glaube ich nichts waschen. Wenn doch, dann. Ja. Was muss ich drücken? Jetzt ist sammelt Glück. Euch irgendwo. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Wasser. Mit A drückt man den Fallschirm auf, oder? Macht man den Fallschirm auf? Kann sein, ich weiß nicht genau. Mit einfach irgendwo. Ich muss hier nichts. Ich muss nicht springen, yay. Yeah. Naja, ein Teamleben haben wir ja eh. Ja, ja, ich hoffe, das reicht. So, und Punktlandung. Jawohl. Sammelt euch am Strand. Da kommt der eine runter. Der Tobi. Da ist der Tobi, ja. Und da oben ist der Ganesha. Oh, oh, ich fliege direkt auf den Berg zu, das ist vielleicht nicht ganz so gut. Tobi zieht noch seine Kreise, da hinten ist Markus. Komm so schon, du schaffst das! Alter. Ich geh jetzt einfach links. Ja. Ich kenne dich jetzt an dem Shop, okay? Ah! Ich hab's geschafft aufzutauchen, sonst wäre das jetzt gerade zum Kindern. So, ich bin kurz vor der Landung. Und... Kaboom. Ich hab's einfach komplett zerfledert. Ja, ich muss jetzt erstmal landen. Warte. Unsere Schuhe sind einfach weg. Ich lande lieber da, weil ich will jetzt nicht irgendwie noch zu euch kommen. Ja. Also wäre es noch, wenn er es abschließt. Musst du auch bei uns landen, oder? Ja, das wäre echt, Alter. Der Markus muss auch da landen. Na, ich muss nicht dort landen, ich muss einfach hinkommen. Ich lande lieber da und komm dann zu euch. Bist du sicher? Land, land. Kannst du theoretisch auch runterspringen und Fallschirm nehmen. Ja, ich bin schon gelandet, ich muss nur noch aussteigen. Steig aus! Ich steig aus! Ich drücke F, aber ich kann nicht aussteigen. Ich muss gar nicht. Okay, ja, dann musst du aber musst herkommen. Du im Helikopter da landen. Ja, dann musst du mich abholen. Ich will aber nicht, ich kann nicht gerade landen im Heli. Ist voll scheiße. Warte, dann gehen wir hier vielleicht mal ein Stück weg. Oder? Ja, ja, Entdeckung! So, Entdeckung! Ich kann nicht spezifisch landen. Schau da, hau ich mich. Wir gehen einfach nochmal da alle weg. Das war eigentlich klar. Ja. Schau, hau ich ihn nirgends an? Nee. Momentan noch alle nicht. Weg. Naja, okay, ist schon okay. Sauber. Komm schon, jetzt steig. Lass mich hier durchsteigen. Ja, wir müssen, ja, einsteigen. Ja, wir müssen auch bei dir einsteigen. Achso. Du musst uns abkommen. Ah. Da hättest du ja auch einfach vorkommen können. Ich hab keinen Musiker. Radio aus. Nein. Radio aus. Bei mir ist die Game-Musik. Bei mir ist die Game-Musik. What the fuck? Tobi, mach mal Radio kann aus. Nichts machen. Wer sitzt da vorne? Super. Ich? Aber ich kann nichts machen. Also ich kann's nicht. Ja, du mach halt kurz den Spielsound raus. Da. Alles klar. Bei mir ist auch ja, keine Musik. Spielsound raus machen. Also bei uns ist hier nämlich gerade Reggae-Musik. Nobody get hurt. Ja, jetzt mach die Musik aus, Junge. Ich rate mal, wir müssen am Maze Bank Gebäude landen. Maze Bank Gebäude landen und das werde ich dann fahren. Oder auch nicht. Ah, wir haben schon. Oh ja. Alter. Oh, quietsch, lass mich wirklich hin, ey. So, da endlich, da haben wir es doch. Ja. Ciao, first try. Hatte ich mal wieder recht. Juhu, erster heißt. Ah, wundervoll, endlich, ey. Kein Schattes! Warum hab ich Bronze? Hallo, ich hab hier ja, hier... Ja, weil du scheiße Gold. Bist! Gold! Ja, 45.000! Mögliche Beute 400.000? Mögliche Beute 400.000? Ah, okay, ich wollte schon sagen. Ich krieg für 220.000, sehr schön. Ja. Oh nein. Niemand wird erledigt. Nein. Nice. Unvoll. Bonus. 23.000. 160.000, Alter. Ja, nice. Und Level 38! Yeah, easy! Yeah. Die Heists lohnen sich eindeutig. Ja. Ja. Wie viel kriegt man eigentlich bei der ersten Heist? Das waren, glaube ich, 100.000, die wir uns aufteilen mussten, oder? Ne, 70.000. Ja, 70.000. Also, ja. Insgesamt 70.000. Okay. Für jeden oder? Eine Framerate im Bild. Nice one. Nein, nein, insgesamt. Okay. Nice. Nice one. Da krieg ich wieder richtig Bock auf die Heist. Erstmal aufschreiben. An, wa? Mit den Leuten wieder Heist spielen. Dip, dip, dip. Ja.
So, erstmal Kohle einzahlen. Mhm. Machen wir gleich die nächste. Nein. Oh nein. Gut. Dann würde ich sagen. Was zur Hölle? Was ist? Was ist? Was ist gerade die Dinger an? Ja, das ist voll komisch. Du kannst jetzt immer alles auf deinem Handy anschauen. Ja. Okay. Ja, juhu, ja. Ja, juhu, ja. Gut. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Hoffentlich hat es euch gefallen. Mit das. Ja, okay. Ciao. Das ist die Witz.